Das ist eine Wiese. Da kommt auch schon Bertha, die Biene. Bertha mag besonders gerne blaue Kornblumen und gelbe Sonnenblumen. Welch ein Glück! Bertha setzt sich auf eine Sonnenblume. Mit ihrem Rüssel saugt sie den Nektar auf. Sie fliegt zurück zu ihrem Bienenstock. Den Nektar gibt Bertha an Brunhilde weiter. Brunhilde gibt den Nektar dann an Beate. Beate füllt den Nektar jetzt in eine Bienenwabe. Der Nektar wird jetzt zu Honig.